Oh, wie schön die Sonne hier aufgeht. Oder kommt direkt ein Pteranodon? Der will mich. Ja. Oh Gott. Ja, super. Ja, das war ein kurzer Versuch. Gott, was ist das für eine Ansicht? Bin hier, glaube ich, im Boden gebackt oder so. Ah, da bin ich. Und die Eltern gucken hinein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle. Der Hypsi wird sich häufig von euch gewünscht. Und heute spielen wir den mal. Ja, guck mal, die Eier wackeln. Die sehen voll schön aus. Voll die schöne blaue Farbe. Da ist das nächste Ei. Guck mal, der ist ein bisschen anders von der Farbe. Aber der ist größer als wir. Bin voll der Winzling. Weiß halt gar nicht, wo wir hier gerade sind. Das ist voll das große Nest. So eine richtige Höhle. Deswegen sah das auch so komisch aus, als wir geschlüpft sind. Ja, ich bin der Erstgeborene. Ach, ist das schön. Ich gehe mal betteln. Einfach, damit ich eine Diät bekomme. Ich glaube, das Füttern klappt gerade nicht so. Ich gehe mal auf den Felsen. Vielleicht klappt es hier besser. Okay, jetzt haben wir die perfekte Diät. Das ist sehr gut. Oh, habe ich lange nicht Hypsi gespielt. Ich hoffe, wir sind ein Männchen, weil die Männchen sehen echt viel schöner aus, oder nicht? Aber wir sind natürlich Weibchen. Schade. Aber guck mal hier, das ist das Männchen, was das für eine schöne Federpracht hat. Am Kopf und hinten am Schweif. Das Weibchen ist halt eher ein bisschen langweiliger. Naja, ist auch okay, wenn wir ein Weibchen sind. Wir sind unersättlich. Dankeschön. Ich würde eigentlich auch gerne nochmal ins Nest springen. Aber ich glaube, den Sprung kann man aufladen mit dem Hypsi, ne? Wenn man gedrückt hält. Ach, guck mal, dann können wir nämlich voll hochspringen. Das ist gut. Wir sind schon eine echt hübsche Familie. Aber auch sehr auffällig. Also ich glaube, wenn uns jemand entdeckt, dann haben wir ein Problem. Aber ich werde jetzt mal zu meinem Papa rennen. Ich weiß halt nicht, wo der gerade ist. Wahrscheinlich Food besorgen. Ach, guck mal, wir sind mitten am Strand. Ich glaube, den Ort kenne ich. Das ist der Ort, wo ich als Salzwasserkrokodil war, oder nicht? Was echt richtig gut ist, wenn man als Baby schlüpft, ist, dass man schon Mutationen von den Eltern bekommt. Wir haben zum Beispiel schnellere Ausdauerregeneration am Tag. Dann bekommen wir Fallschaden erst später, also wenn wir von einer höheren Distanz runterfallen. Und wir bekommen Wasser wieder oder Flüssigkeit wieder, wenn wir Pflanzen essen. Sehr, sehr praktisch. Und dazu können wir auch noch eigene Mutationen lernen. Da werde ich mir jetzt auch mal schnell eine raussuchen. Das hier ist immer ganz gut. Oh, das Nest wird zerstört. Ah, wir sind halt schon groß genug, um selber zu essen. Auf Wiedersehen, Nest. Bleib dann am besten bei der Mama. Ah, guck mal, hier ist dieser Babybereich, wo die Bienen uns verteidigen. Das heißt, hierhin können wir uns zurückziehen. Das ist natürlich praktisch. Und da sind unsere Beschützerbienen. Ja, ich brauche aber bald Food.
Und auch trinken. Ach, wir können ja als Baby diese Dinger hier essen. Stimmt. Die gibt es ja extra in dieser Babyzone. Die sind auch gut für die Diäten, glaube ich, ne? Na okay, Diäten gibt das aber nicht wieder. Aber es füllt unseren Magen. Immerhin. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, als nächstes geht es jetzt trinken. Können jetzt auch schon spucken. Damit kann ich ja Gegner so ein bisschen blind machen. Aber das verbraucht Mageninhalt. Da muss ich halt aufpassen, dass ich damit nicht übertreibe. Okay, einige Babys können sogar Salzwasser trinken von der Mutation. Ich leider nicht. Das heißt, ich muss der Mama folgen. Die wird uns gleich einen Spot zeigen. Wir sind schon eine süße Familie, oder? Der hier sieht voll schön aus. Der hat eine sehr, sehr coole Farbe. Oh, da frisst immer noch ein Baby. Beeil dich, wir wollen los. Guck mal, die können jetzt hier trinken. Ich leider nicht. Oh, guck mal, hier gibt es auch Früchte. Die können wir auch essen für die Diät, das ist gut. Ich habe leider jetzt den Magen schon sehr voll. Aber man kann es ja auch ausspucken, stimmt. Voll praktisch. Da kann ich die Diät einfach voller futtern. Jetzt haben wir das zumindest schon mal wieder voll. Kann ich denn so einen Apfel tragen? Ah, tatsächlich. Bin ich ein Apfelgesicht. Hier ist auch noch eine Diät. Da muss ich nochmal ein bisschen spucken. Und jetzt wird, glaube ich, geschwommen. Oh, hier, guck mal. Oh, ich habe den Tod gespuckt. Oh, den habe ich auch gekillt. Unsere ersten zwei Kills confirmed. Und jetzt müssen wir schnell hier durchschwimmen, bevor ein Croc kommt. Ich glaube, da ist irgendwas. Ein Baipi oder so. Oh nein, da unten ist ein Dilo. Der rennt aber weg zum Glück. Mal ein toter Raptor. Wir sollten aber weitergehen. Das Wasser wird immer knapper. Oh, hier ist Schlamm. Ich glaube, da suche ich mich auch mal schnell, damit ich ein bisschen dunkler bin. Unsere Farbe ist schon sehr auffällig. Ja, so ist deutlich besser. Ah, und hier können wir trinken. Das ist sehr gut. Vielleicht ist der nett. Na, der trinkt halt gerade. Ich hoffe mal, der greift uns nicht an. Der sieht aber nicht so aus. Oh, sind das Hilfeschreie? Oh ja, das ist ein Raptor. Leider konnte ich so weit nicht spucken, aber der Dibbel kümmert sich darum. Ich trinke noch einen kleinen Sip, damit ich wirklich voll bin. Oh, jetzt ist aber dunkel geworden auf einmal. Mach ich mal Nachtsicht an. Ja, wir sind ganz gut getarnt mit dem Matsch auf dem Federkleid.
Wir sind übrigens jetzt schon zu 76% ausgewachsen. Es geht echt schnell. Und der Dibble scheint jetzt mit uns zu gehen. Sieht zumindest so aus. Ich glaube, wir wandern jetzt Richtung Sumpf. Na, guck mal, der schöne Mondschein. Wir müssen echt aufpassen. Es kann halt jederzeit passieren, dass hier ein Raptor oder sowas kommt und dann sich einen von uns snackt. Oh, was ist jetzt los? Hier bricht hier gerade so eine kleine Panik aus. Oh, da vorne war ein kleiner Raptor. Müssen vorsichtig sein. Oh, er hat ihn aufgespießt. Sehr gut. Unser Dibbelbeschützer. Da liegt die Leiche. Oh, hinter uns ist schon wieder was. Wieder ein Raptor. Ne, ein Dilo. Oh, und auch noch was Größeres. Das sind mehrere Dilos. Oh, wir werden angegriffen, glaube ich. Oh nein. Oh, ich muss auf meinen Mageninhalt aufpassen. Oh, der Dibble kommt. Sehr gut, der hat einen weggespießt. Oh. Bis jetzt ist, glaube ich, noch keiner gestorben von uns. Müssen aber echt aufpassen. Ich finde, unser dicker Beschützer hier sollte jetzt auch einen Namen bekommen. Ich nenne den einfach mal... Klops nenne ich ihn. Klops ist ein guter Name. Weil ich glaube, ohne den wären wir halt aufgeschmissen. Da müssen wir die ganze Zeit immer wegrennen. Oh, da vorne ist ein Zera. Oh, ich glaube, weg greift den an, den Zera. Versuch mal zu Nace zu kommen. Nace trinkt da gerade. Oh Gott. Okay, das hat geklappt. Da ist ein großes Croc drin. Oh mein Gott. Der hat aber verfehlt. Ja, krass, dass hier einfach ein Riesen-Croc drin ist. Das ist verrückt. Ich muss auch wieder zurück hier. Angespuckt, das Croc. Nichts wie weg hier. Server restartet nämlich gleich. Nach dem Restart sind wir jetzt leider nur noch zu dritt. Aber wir laufen jetzt trotzdem weiter Richtung Sumpf. Vielleicht können wir nochmal ein neues Nest bauen. Weil ich bin ja Weibchen, die beiden sind Männchen. Ja, der Papa geht nochmal trinken. Oh. Ich hoffe, der Kano wird jetzt gesnackt von dem Croc. Das wäre schön. Ja. Das war's mit dem Kano.
Ja, und jetzt sind wir leider nur noch zu zweit. Aber wir laufen trotzdem Richtung Sumpf. Ja, wir sind echt richtig schnell unterwegs als Hypsi. Es ist sehr angenehm. Die Ausdauer hält halt auch ewig. Schon sehr entspannt. Wie wendig wir auch sind, ne? Das müssen wir halt ausnutzen, wenn wir mal angegriffen werden. Sind immer schön ausweichen, links, rechts und in die Büsche laufen. Was ist das denn hier für eine Höhle? Ich glaube, hier bin ich noch nie durchgegangen. Auch ein interessanter Spot. Ah, okay, jetzt sind wir hier bei dem Staudamm. Das heißt, weit ist es nicht mehr zum Sumpf. Wir müssen jetzt gleich nur rechts und dann noch ein bisschen dem Fluss folgen. Oh, das ist ein Dibbel. Hallöchen. Boah, ich würde mich nochmal eben im Matsch suhlen. Einfach, dass ich noch ein bisschen besser getarnt bin wieder. Ja, wobei, ich war noch dreckig. Das wäre noch ein bisschen dunkler, wenn es frisch aufgetragen ist. Ja, und schon sind wir im Sumpf. So schnell geht's. Ja, die Zone ist auch da, das ist gut. Das heißt, wir können gleich endlich unsere Diäten wieder auffüllen. Es wird auch allerhöchste Zeit. Oh, da war ein Stego. Gar nicht so schnell bemerkt. Da rennt er. Und mein Mate trinkt gerade noch was. Mach ich mal mit. Ja, wir suchen gerade einen Spot, wo wir ein Nest bauen können. Weil wir sind ja mittlerweile nur noch zu zweit. Und jetzt können wir einfach selber neue Nachkommen zeugen, damit unsere Gruppe wieder größer wird. Das können wir halt perfekt in der Nacht machen. Ich habe hier was gehört. Irgendwas ist hier. Oh, er schnappt. Ist ein Trodon, glaube ich. Einfach verfolgt. Irgendwie können wir leider kein Nest bauen. Ich könnte mir vorstellen, dass es... Ich glaube, mein Mate ist tot, oder? Ach nee, wir sind nicht mehr in der Gruppe. Da ist mein Mate. Oh. Während wir uns einladen wollen, werden wir attackiert. Boah, das ist so mies. Oh, wir sind halt gerade aus der Gruppe gegangen, weil wir kein Nest bauen konnten. Und genau dann wurden wir attackiert. Oh Gott. Okay, das war interessant. Guter Fluchtweg. Ich glaube, es ist jetzt auf jeden Fall schwer, die Spuren zu verfolgen. Blutung. Ja, wir müssen halt jetzt rufen, um uns wiederzufinden. Das ist halt echt doof, weil der Trodon das auch hört. Einfach, weil wir gerade nicht in der Gruppe sind. Ich konnte auch so schnell die Gruppeneinladung nicht annehmen. Ich weiß halt auch nicht, ob der noch lebt, mein Mate. Es kommt leider keine Antwort mehr. Das heißt, ich bin jetzt vermutlich wieder auf mich allein gestellt. Aber wenigstens habe ich die Attacke gerade so überlebt. Das war ganz gut.
Das war ein Croc. Da ist es. Spucke ich jetzt an. Okay, das ist sauer. Oh, mein Mate antwortet. Oh nein. Da habe ich zu sehr mit dem Feuer gespielt. Oh, das ist ein Kano. Die kämpfen da gerade. Ich glaube gegen einen Cerato. Ja, der Cerato ist down. Ich werde jetzt mal versuchen, mich anzuschleichen und dann einen von den beiden anzuspucken. Aber die sitzen gerade beide. Tja. Da habe ich euch genervt. Und noch einmal. Ah, seid ihr genervt? Oh, da kommt was anderes noch. Der Schritte. Oh, das ist ein Trodon, der die nervt. Ah, guck mal, meine Kanu-Freunde sind noch da. Ich ärgere den jetzt mal noch mal mehr, bis ich sterbe. Will nicht mehr so lange spielen. Ist blind. Oh, er rennt. Mein Magen ist halt fast leer. Weg von mir. Der hat Angst. Der hat einfach Angst. Na, was willst du machen? Hast du Angst vor mir? Warum rennst du weg? Hey! Der hat gar keinen Bock auf mich. Hey, bleib stehen! Ja, die Sonne geht leider jetzt gerade schon wieder unter und der Server läuft leider nicht so gut. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Das war's mit dem Hypsi. Hat doch Spaß gemacht und wir haben sogar mal überlebt. Das ist doch auch was Feines. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Oh, da sind Raptoren. Oh Gott, wie es leckt. Oh, die haben sich gegenseitig gebissen wegen mir. Boah, der Lesserver leckt so hart, ne? Der wird gleich hundertprozentig weggeportet. Der läuft jetzt gerade geradeaus, weil es laggt. Ist im Wasser verschwunden. Ja, jetzt seht ihr, was ich meine mit dem Lag. Deswegen hat es, glaube ich, jetzt gerade keinen Sinn mehr.